So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, heisst es im Epheser 2, Vers 19. Das ist der Text über den 7. Sonntag nach Trinitatis. Und wir bewegen uns im Moment ein bisschen in diesem Gebiet, was wir von Gott geerbt haben. Unter anderem eben, dass Menschen gerne aufbrechen, irgendwo herbilgern, unterwegs sind. Aber es gibt auch das andere. Und unser Gott steht für das eben auch. Nämlich, er ist ein wohnlicher Gott. Er ist ein Gott, der eine gewisse Sesshaftigkeit ausstrahlt und der uns sagt, kommt doch zu mir wohnen. Ihr werdet mit mir wohnen können. Für immer, heisst es sogar im Psalm 23. Und das ist etwas, was uns ein bisschen beschäftigt. Was heisst das, ein Gast sein? Was heisst das, ein Fremdling sein, so in einem Haus? Oder was heisst das eben, der wirklich dazugehören und mit dem gleichen Dach für immer können sein? Ein Freund von mir führt ein christliches Gästehaus, hat das auch im Internet und hat immer wieder Gäste aus aller Welt, Amerika oder Nahen Osten oder Afrika. Und neulich, als ich ihn besucht habe, hat er mir erzählt, jetzt sei ein Ehepaar gekommen. Sie haben sich beide als Agnostiker bezeichnet. Das heisst, also Leute, die sagen, man kann nie wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht, aber wir gehen eher davon aus, es gibt ihn nicht. Also die ganze Welt dafür ist nicht erkennbar, darum eigentlich für uns auch nicht relevant. Vielleicht gibt es es, vielleicht nicht, aber für uns hier in diesem Leben spielt das keine Rolle. Und gleichwohl haben sie auch irgendwie gespürt, in diesem Haus ist etwas, das wir nicht kennen. Der Mann hat sich auf das hin sehr heftig angefangen für seine Evolutionstheorie, für seinen Urknall und all das, was ihm einen Halt gibt. Und die Frau war ganz anders. Sie hat sich irgendwie mehr angefangen zu interessieren, was haben die, was wir nicht haben. Wir können sicher ein Stück Heimat erben. Wir können uns eine Heimat erobern. Wir können uns eine einrichten, hier auf dieser Welt. Wir können komplett daheim sein, bis über die Knie eingraben, irgendwo in einem Heimatboden. Und wir können immer ein Heimspiel sein und trotzdem auf das Ganze gesehen von unserem Leben, sagen wir jetzt ein bisschen global oder universal betrachtet, in geistlicher Hinsicht, können wir die ärmsten Keime sein, die das zwar vielleicht nicht sagen oder uns nicht zugestehen, aber wir sind eigentlich heimatlos. Und wenn jemand das ein bisschen merkt, realisiert er, das ist wahrscheinlich der tiefste Schmerz, den ein Mensch haben kann. Dass er ein Fremdling ist, wo immer er auch herkommt, in seinem Körper, in seinem Leben, in seiner Seele, ist irgendwo nie daheim. Die besagte Frau hat das gemerkt, dass sie ein Fremdling ist. In diesem Leben, sie sind beide Akademiker, haben einen sehr guten Job. Und trotzdem, sie hat das gespürt, der Schmerz hat sich angefangen zu äußern. Und nach einer Woche waren sie wieder vor der Tür. Und sie hat gesagt, das, was ihr da habt, ich muss noch mehr von dem haben. Und sie hat gemerkt, immer ein Fremdling bleiben, wenn man es mal realisiert hat, das ist keine Option. Und die Geschichte geht natürlich weiter, ich kenne das Ende nicht, aber es hat mir ein wunderschönes Zeichen getäuscht, dass niemand gerne ein Fremdling ist. Und wenn er etwas von dieser himmlischen Heimat ein bisschen schmecken kann, miterleben in einer Hausgemeinschaft kann sehen, und wenn er ehrlich ist, dann zieht es nicht dorthin zurück, weil Gott will nicht, dass wir Fremdlinge bleiben. Wenn es jetzt in unserem Text heisst, so seid ihr nun nicht mehr Gäste oder sogar eben Fremdlinge, das ist noch schlimmer, das ist noch tiefer, der Schmerz, dass man weiss, man gehört gar nie dazu. Sondern Gottes Hausgenossen, dann merkt man, dort ist etwas zwischen ihnen passiert. Und ich muss euch jetzt schon verraten, das, was da passiert ist, das ist nicht etwas, was der Mensch in der Hang hat. Er kann nicht sagen, ab jetzt tue ich pilgere, ich laufe dreimal auf Santiago, dann ist das dann besser. Er kann gar nichts machen, um aus dem rauszukommen, aus seinem Fremdsein. Es ist jemand anderes, der hier eingreifen muss. Und das wird uns in den nächsten Teilen nachher auch noch beschäftigen. Gott alleine kann das Blatt wenden. Er alleine kann machen, dass wir seine Hausgenossen sind.